Lemmer liegt an einer tiefen östlichen Einkerbung des Eiselmeeres. Hier gibt es auch einen Kanal mit Schleuse und dahinterliegendem Wasserstraßensystem bis nach Sneek, wo Handelsschiffe fahren können. An der Kanalmündung liegt auch das einzige noch arbeitende Dampfpumpenwerk der Welt. Es wurde in den Jahren 1917-18 errichtet. Ja, hier haben die Hauseigner ihr Bötchen, mehr oder weniger vor der Tür. Über diese Seeschleuse kommt man auch an ein Netz von Yachthäfen im Hinterland sowie einen 2 Kilometer langen Kanal, der nach Lemmer führt. Alte Schleuse hier. Toll. Meine Güte. Was für ein Schiff. Und jede Menge Anfänger. Am Ende des 2 Kilometer langen Kanals gibt es in Richtung Eiselmeer eine weitere Schleuse. Die alte Lemster Sluice, die vor allen Dingen von Sportbooten genutzt wird. Schöner Hafen. Schon wieder die Brücke offen. Wer aus diesem Ort herausfährt, hat einen wundervollen Ort gesehen, wo die Gaststätten, Restaurants und Pubs direkt am Kanal liegen. Und die Boote parken wie Autos direkt vor den Häusern. Die engste Stelle des Kanals befindet sich hier. Alle paar Minuten geht die Schranke runter und die Brücke hoch. Aber nicht der Zug donnert durch den Ort, sondern viele Sportboote, die hier ein- und ausfahren. In eines der kleinen Restaurants am Hafen setzen wir uns und genießen einen Happen und ein Bier mit der wunderbaren Atmosphäre dieses Ortes. Es ist 1 Uhr mittags und wir sind schon beim Bier angelangt. Aber der ist bestimmt aufgearbeitet, so wie er aussieht. Aber ist doch süß, der Kanal hier. Meine Güte. Ein Rundweg auf beiden Seiten des Kanals zwischen den zwei Hebebrücken führt uns entlang der Giebelhäuser und entlang der Schiffe. Die Kirche haben wir immer im Blick. An der jenseitigen Hebebrücke können wir mal wieder verfolgen, dass die Bootsbesitzer bei Durchfahrt durch die Hebebrücken und Schleusen einen Wegezoll zahlen müssen. Hier in Lemmer sind das 7 Euro. Herrlich, wie die hier alle durchfahren. Kommt sich vor wie auf dem Canale Grande. Am späten Nachmittag. Am Nachmittag komme ich nochmals hierher. Unterdessen ankern die Boote in Zweierreihen hier am Kanal. Die Crews der Boote sitzen in Restaurants und Pubs und genießen ihr Bier oder mehr. Lemmer ist ein Ort zum Verweilen und Träumen.
Irgendwann ist der Traum aber auch vorbei und man muss Abschied nehmen. Wir werden morgen Friesland verlassen und einen finalen Stopp in Zwolle einlegen.